Moinsdam, hier ist euer Henri. Wir sind zurück bei unserem König Egbert, bei unseren Angelsachsen in England. Ja, das ist nicht Egbert, sondern das ist unser Neffe, der Sohn unserer Schwester, auch ehemaliger König und ja, der Dorn im Haut unseres Königs. Er ist der, ja, Liebhaber nicht wirklich. Die beiden haben keine Affäre, aber mit ihm ist die Frau unseres Egbert fremdgegangen und definitiv die jüngste Tochter unseres Königs, so sagt man, sei nicht seine eigene, sondern eben die dieses Mannes. Und ja, ich denke, das kann unser König nicht wirklich auf sich sitzen lassen. Er hat eine Möglichkeit, ihn hier einzukerkern. Er wird das nicht annehmen, sondern sich eher auf einen Krieg einlassen. Ja, und es kommen einfach mehrere Dinge zusammen, ne? Also er ist einfach auch, dann schauen wir eben hier drauf, Rivale unseres Königs. Wir wissen, dass immer noch ein Mordkomplott auch tatsächlich irgendwie in Gange ist. Und ich denke, da wird unser König auch irgendwie eins und eins zusammenzählen. Und ja, ihm wird auch irgendwie, also zumindest geht er davon aus, dass hier sein Neffe da dahinter steckt. Seine Frau ist tatsächlich auch noch, wenn wir mal in den Rat schauen, sie war auch noch auf das höfische Ränkespiel eingestellt. Das kann sie auch ganz hervorragend. Und gut, ich sag mal, in den spielmechanisch gibt uns das natürlich hier im Ränkespiel einen Bonus, was dann auch unseren Egbert eigentlich weiterhin schützt. Aber ich meine, das Verhältnis zwischen ihm und seiner Frau, auch wenn sie ihm zuletzt gehuldigt hat und ja, zumindest offiziell vor ihm als König nochmal wieder niedergekniet ist. Ich glaube, das Vertrauen definitiv zwischen den beiden, das ist verloren. Von daher wird er nicht wollen, dass sie sich hier weiter im höfischen Ränkespiel betätigt, sondern ja, sie soll ihn mal beim Thema Ritterlichkeit unterstützen, denn ja, darum wird es irgendwie gehen müssen jetzt demnächst. Denn viele Möglichkeiten, anders zu agieren, hat unser Egbert nicht. Ich meine, er könnte ihn enterben. Das kostet unendlich viel Prestige. Das hat er nicht, um das durchzusetzen. Genau das Gleiche beim Thema Denunzieren. So viel Prestige nie im Leben. Also all diese Möglichkeiten hat unser Egbert nicht. Er kann tatsächlich einfach versuchen und das Ganze wäre sogar gerecht, ihn entsprechend einzukerkern. Das würde er nicht tun und damit würde das am Ende des Tages, es gibt hier sogar noch einen Waffenstillstand, aber den würde er, glaube ich, brechen. Er würde uns dann angreifen. Ich glaube, er würde offiziell als Angreifer gelten, wenn er sich dem hier entzieht. Ein Druckmittel haben wir auch nicht und ja, ich denke, das ist das einzige Mittel, was unserem Egbert bleibt hier entsprechend. Denn diese Schande, ich denke, das darf so nicht stehen bleiben. Wir können aber vorher noch ein Dynastievermächtnis wählen und da erinnere ich nochmal daran, wie ich hier mit diesen Dynastievermächtnissen ausgehe. Auch hier werden wir selbstverständlich nicht spielerrational jetzt versuchen, einen Zweig hier komplett zu füllen oder das auszuwählen, was uns die größten Vorteile bringt. Ich werde auch nicht auf der Grundlage entscheiden, so nach dem Motto, wofür würde sich unser aktueller Charakter denn entscheiden, sondern diese Vermächtnisse interpretiere ich tatsächlich so, dass das etwas ist, wofür die Dynastie von außen gesehen steht. Also wenn jetzt die Menschen um uns herum andere Dynastien, andere Häuser, andere Charaktere auf unsere Dynastie hier der Certesing schauen, wofür sind die denn bekannt? Und da werde ich dann immer so die letzten Geschehnisse heranziehen. Und hier finde ich deshalb dieses Thema blaues Blut eigentlich ganz passend. Und zwar aus dem Grund, wenn wir mal überlegen, mittlerweile sind unsere Herren aus dem Hause Wessex schon seit einigen Jahren Könige, haben das Königreich unter Alfred dem Großen gegründet. Und ein Stück weit wird, glaube ich, diese Herrschaft über England, dem Haus Wessex mittlerweile so ein bisschen zugerechnet, sie als ein Stück weit, ja, die logischen Herrscher und auch die gerechten Herrscher Englands angesehen. Und von daher finde ich, passt das an dieser Stelle ganz gut. Spielmechanisch gibt uns das einen Bonus für gute vererbliche Eigenschaften. Aber wie gesagt, das ist für uns nur so ein Nebenschauplatz. Wir wählen das mal
hier aus und schalten das entsprechend frei. Tja, und dann werden wir, denke ich, hier versuchen, entsprechendes vorzunehmen. Hier die Einkerkerung. Und auch wenn er das ablehnen wird, dann werden wir halt sehen, was passiert. Genau, das war zu erwarten, dass er dem Ganzen hier nicht zustimmen wird. Dann werden wir hier mal auf unser Militär zugreifen. Werden unseren Sammelpunkt mal verlegen. Nicht allzu nah dran, nicht allzu weit weg. Vielleicht hier, und dann werden wir, ich weiß gar nicht, ob wir alle brauchen. Wir werden erstmal unser Kriegsvolk zuerst ausheben. Das braucht auch nur 4 Tage. Schauen wir mal, wie viel wir dann zusammen haben. 600. Er selbst hat nur 400. Also er hat natürlich noch Verbündete, aber das dauert noch eine halbe Ewigkeit, auch bis die da sind. Ja, komm, ein bisschen was nehmen wir nochmal mit dazu. Warten wir mal so. Ja, ich denke, das reicht, damit das auch dann geldtechnisch nicht allzu schlimm wird. Anführen wird sicherlich auch nicht unser anderer Rivale, sondern Wulfgar werden wir hier mal an die Spitze stellen. Ich glaube, unser Egbert selbst wird die Armeen hier an dieser Stelle nicht mehr anführen. So, und er versucht jetzt hier schon aufs Wasser zu gehen. Können wir ihn davor erreichen? Ich fürchte nicht, oder? Ja, die tritt jetzt bei, hat aber selber nur 500 Mann beizusteuern. Also das ist nicht weiter schlimm. So, weiterhin ist unser Egbert aber auch dabei, sich hier mit der guten Astrid auseinanderzusetzen. Beim Empfang von Edelleuten aus nahen und fern Reichen ergeben sich Gelegenheiten, allen zu sagen, was für ein großartiger Mensch mein Ratsmarschall Herzog Astrid ist. Der eleganteste Mensch. Ob sie nun als wirklich elegant gilt. Das bin natürlich ich. Ich finde, das passt beides nicht wirklich. Ich denke, da wird er irgendwie sprunghaft entscheiden. Ich würfle eine 5 und damit wird er sagen, na, das bin doch ich. Na gut. So, was wird uns hier vorgeschlagen? Hof können wir halten. Okay, vielleicht nicht gerade jetzt in dieser Situation. So, sie werden wir hier leider nicht erreichen. Schade, das war zu erwarten. Oh, und Herzog Sexred ist jetzt entkommen. Ernsthaft? Dieser melancholische Herzog, der immer noch als Aufrührer bei uns im Kerker saß. Ach, ärgerlich, okay. So, und wir wissen, dass unsere beste Freundin Hoftutorin, dass sie ungläubig ist. Okay, gut, ich glaube, das findet jetzt unser Egbert weniger schlimm. So, wir müssen jetzt hier belagern. Das Ganze würde tatsächlich 11 Monate dauern. Haben wir noch jemanden, der dort bewandert ist? Dieser Tane, ja. Dann soll der mal die Armee befehligen, während hier belagert wird. Gut, und er wird natürlich jetzt hier runter segeln. Ach, und jetzt sollen wir hier noch einem Sendschreiben ein Kompliment, ihr bestimmtes Auftreten. Na, das kann ich mir durchaus vorstellen, sag ich mal. Dass sie als Ratsmarschallin, als Ratsmarschall ein entsprechendes Auftreten hat, oder wir halten ihn einfach kurz und professionell. Na, jetzt werden wir gar nicht informiert, ob das Ganze erfolgreich war oder nicht. Na gut. Es war ihr aber ein Quell der Freude. Na, ausgezeichnet. So, da kommen sie angesegelt. Ja, das war so zu erwarten. Jetzt gehen sie hier an Land wahrscheinlich. Nee, sie segeln noch weiter. Na gut, dann sollen sie das mal tun. Solange sie segeln, können sie uns nichts anhaben. Und die Belagerung hier läuft dann derweil weiter. Ich meine, wo segelt sie denn hin? Aber gut, sollen sie mal machen. Ja, mal abgesehen davon, dass es natürlich auch jetzt wieder ein teurer Krieg ist, das Ganze. Wir sind ja hier weiter dabei, die Kontrolle zu erhöhen. Wo sind wir denn da mittlerweile schon bei 61?
So, der hat hier nichts weiter aufspüren können. Er sagt, dass weniger los ist als auf einem Friedhof zur Mittagszeit. Okay, ich denke, dann glaubt er ihm, zumal er ein extrem guter Spitzel ist. Und ich denke, damit wird unser Eckbert das dann auch dabei belassen, dass er eben davon ausgeht, dass eben hier Prinzessin Gotgifu eben nicht seine Tochter ist, aber Prinz Hakon, dass sich das bei ihm anders verhält und er dann wohl doch sein echter Sohn sein wird. Und dann kann er weiter dann jetzt... Moment, nee, hier wollten wir hin. Komplotte stören. Ja, genau, das ist ja auch immer noch eine große Aufgabe, sag ich mal, wo diese Gefahr dieses Komplottes immer noch ins Haus steht. Aber wir hatten auch einen bemerkenswerten Gast. Ja, mit dem Anspruch auf ein Herzogtum. Ja. Ich glaube, das interessiert unseren Eckbert aber weniger. So, die Belagerung geht eigentlich ganz gut voran. Oh, hier gibt es jetzt aber noch einen internen Krieg. Und zwar Earl Lou von Cumberland greift Earl Ethelwine an. Ist das hier oben im Norden? Ja, tatsächlich. Er greift an um seinen Anspruch auf Bernica. Hat er denn noch Verbündete? Ansonsten könnte das ja auch eher knapp werden. Er hat hier noch einen relativ starken Verbündeten. Und sein Gegner nicht. Ja, okay, dann könnte das schwer werden. Er hat tatsächlich hier einen Anspruch auch auf das ganze Herzogtum dort im Norden. Gut, aber unser Eckbert konzentriert sich erstmal weiter auf seinen eigenen Krieg hier. Aber von den Gegnern nichts weiter zu sehen. Die sind jetzt aufs Wasser gegangen und das war's. Sind die jetzt hier irgendwo zu ihren Verbündeten zum Alpsee gesegelt, um die abzuholen? Oder was haben die vor? So, und es geht um einen Ratschlag. Ich höre nicht zum ersten Mal von den großartigen Leistungen von Winfrieda. Und jetzt hat die Countess Edberg sie mir an meinen Hof geschickt. Sie stellt sich vor als Zeichen der Freundschaft zwischen Edberg und mir. Oh mein Gott. Eine Fränkin mit diversen Ansprüchen sogar auf Königreiche. Naja, also nee, da würde ich doch sagen, willkommen in meinen Diensten. Die kann gerne bei uns an den Hof kommen, wenn hier tatsächlich, ich meine, hier mit ihr sind wir ja auch befreundet. Wenn sie uns schickt, dann denke ich, werden wir das tatsächlich auch als Zeichen der Freundschaft annehmen können. So, jetzt gibt es hier die erste Schlacht, die aber dann wahrscheinlich sogar verlieren wird, oder? Ja, sehr ausgeglichen. Ich meine, Verbündeten sind hier unterwegs, aber die werden nicht rechtzeitig da sein. So, und der Anstifter wurde entdeckt. Ernsthaft? Aha, unser Ritter Wulfgar, ganz ehrlich, er steckt hinter dem Mordversuch gegen unsere beste Freundin und Hoftutorin. Eieieiei, wie gehen wir damit denn um? Das wäre auch ein Akt der Tyrannei. Ihn entlassen, was aber wieder eieieiei, einiges an Prestige kostet, was wir eigentlich nicht haben. Aber ich meine, es geht hier um unsere beste Freundin, die er umbringen will und wer weiß, also unsere Meinung von ihm ist tatsächlich nicht die beste. Wer weiß, wohinter er noch steckt. Nee, ich denke, da wird unser Eckbert zur,
ja, um seine beste Freundin hier entsprechend zu schützen, wird er entsprechend, ja, wie gesagt, reagieren und wird diesen Wulfgar hier wegschicken. Eieieiei. Aha, Südsachsen wird belagert. Jetzt sind sie angekommen mit den 900 Mann. Sehr gut, das ist aber nicht weiter wild. Damit können wir diese Belagerung hier entspannt abwarten, die dann auch bald entsprechend beendet ist. Und er konnte tatsächlich diese Schlacht doch gewinnen. Und damit ist er jetzt hier in einem guten Vorteil. Ah, wunderbar. Aha, und wir haben ein abgenutztes Handbuch der Sprachen auch tatsächlich an uns nehmen können und unsere Enkelin auch gefangen nehmen können, die sogar etwas Kriegsstand bringt. Ja, und unsere Forderung können wir damit erzwingen. Alles klar. So sei es, und unsere Armeen können wir dann wieder auflösen. Damit ist dieser Krieg beendet. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, wie gehen wir hier um mit unserem. So, was ist noch mit ihm? Da müssen wir noch mal warten. Ich glaube, er war ein Kämpfer, ist jetzt auch seit 2 Tagen bei uns im Gefängnis. Können wir hier noch etwas machen? Können wir ihn zu uns rekrutieren? Ich meine, er ist ja durchaus ein gebildeter Charakter. Ansonsten glaube ich, gibt es hier keine Vorbehalte. Ja, aber was machen wir jetzt mit ihm? Titel können wir nicht aberkennen, dafür fehlt uns wieder die Lehnsautorität. Puh, Hinrichtung wäre natürlich schon. Mörder würden wir da erhalten. Eieieiei. Würde das zu unserem Eckbert passen? Nein, eigentlich nicht. Vielleicht zu seiner Sprunghaftigkeit. Ansonsten Lösegeld. Verbannen könnten wir ihn noch. Ansprüche abschwören und verbannen. Und dann würde. Wer würde denn dann erben? Sein Sohn, glaube ich, ne? Der würde dann entsprechend hier erben, dieses eine Earltum. Ein Druckmittel brauchen wir dann tatsächlich nicht mehr. Also ich würde tatsächlich sagen, das normale Vorgehen hier an dieser Stelle, die Möglichkeiten, die unser Egbert hat, wäre tatsächlich hier, dass er seinen Ansprüchen abschwört und dass er eben aus dem Königreich England verbannt wird. Aber ich könnte mir auch vorstellen, ich würde tatsächlich seiner Sprunghaftigkeit und ich meine, das Verbrechen, was er hier gegen unseren Egbert begangen hat, ist auch keine Nichtigkeit, keine Kleinigkeit. Ich würde das Ganze mal auswürfeln, ob die Sprunghaftigkeit hier zuschlägt und er tatsächlich sich dazu hinreißen lässt, in einer sprunghaften Handlung seinen Neffen hier tatsächlich hinzurichten. Ich würde mal das Ganze auf 5 und 6 legen und 1 bis 4 wäre dann eben jetzt diese Entscheidung, die wir hier so schon vorbereitet haben. Das Abschwören der Ansprüche und das Verbannen. Ich würfel das Ganze mal aus. Oh. Und ich würfel tatsächlich eine 5. Unser Eckbert, er handelt sprunghaft und er lässt sich hier hinreißen und wird seine Neffen tatsächlich enthaupten und wird dadurch Sippenmörder. Das ist tatsächlich ein Verbrechen. Das ist schon krass. Aber so hat er sich entschieden in seiner Sprunghaftigkeit und so ist es jetzt geschehen. Und damit hat es hier oben auch dann entsprechend eine Erbschaft gegeben und Edmund Edmundson ist jetzt hier oben zugange. Ja, unser Bischof, kann ich mir vorstellen, billigt uns natürlich erstmal wieder nicht. Sippenmörder, Ehebrecher. Ja. Nur wenige Ritter haben wir und Hof halten können wir auch.
Tja. Und unser Ruhm ist aber immerhin weithin bekannt. So. Eilif, er wird aus dem Gefängnis entlassen. Was ist hier los? Das muss ich erstmal wieder zurechtruckeln. Hier ist ein Krieg gewonnen. Island hat einen Krieg verloren. Es ging um... Ich glaube, hier haben sie... Ja, okay. Also der Jarl hier von Sithreyar hat Inverness hier erobert. Und es gibt direkt eine Fraktion, die... ihn selbst auf den Thron bringen will. Habe ich das gerade richtig gesehen? Ja, er hat hier direkt, nachdem wir jetzt seinen Vater hingerichtet haben, eine Fraktion gegründet, die ihn auf den Thron bringen will. Ja, da bin ich mal gespannt, ob er da jemanden findet, der ihn dort unterstützen will. So, das hier springt wieder ins Positive, sehr gut. Eieiei. Ach so, wir haben hier noch ein weiteres abgenutztes Handbuch der Sprachen, ja. Das werden wir aber weiter beibehalten. Ich meine, da haben wir keine anderen Möglichkeiten, aber wir schauen mal hier an unseren Hof. Hier haben wir die Hofartefakte. Können wir uns die nochmal anders anzeigen lassen? Ich wollte mir eigentlich die Haltbarkeit anschauen. Ach, haben wir es jetzt weggemacht? Ne, Moment. Da ist es doch. Oder war das doch, dass wir uns das hier anschauen können? Schmuckstücke alle. Tja, so besonders viel haben wir da noch nicht. Nee, das ist tatsächlich hier, aber ich meine, man sieht das ja noch, die Haltbarkeit. Artefakt Details reparieren oder neu schmieden. 25 Gold kostet es, das zu reparieren. Das ist natürlich schon krass. Dieses Artefakt zerfällt derzeit nicht, okay? Das ist ja auch interessant. Na gut, dann ist das so. Dann denke ich, ist das Ganze in Ordnung. Unsere Hofpracht, die steigt auch weiter. Im Moment noch. Und hier sitzt sie, unsere Frau, die unseren... ja, unseren Eckbert auch so furchtbar irgendwie verraten hat auf diese Art und Weise. So, Astrid ist weiter beeinflusst. Ja, aber ich denke auch, das ist eine Sache, die können wir jetzt mal aufgeben. Das ist nicht weiter nötig. Ja, und es gibt hier immer noch dieses Komplott auch gegen uns. So, und unsere Cousine greift an. Vom Nottinghamshire. Sie hat einen Anspruch, okay, den sie durchsetzen will auf Lindsay und greift hier Earl Elfwald von Lindsay an. Okay. Tja, wenn sie da einen Anspruch hat, das ist aber auch sozusagen Mercia intern, wenn man so will. Ja. Ansonsten denke ich, schauen wir mal, bis wir hier wieder bei 100 Gold ungefähr angekommen sind. Und dann
denke ich, wird es auch mal wieder an der Zeit. Das ist jetzt der Fall. Es gibt ein weiteres offenbartes Geheimnis. Ach, jetzt hat er unseren Bruder hier bezichtigt. Jetzt hat er das Geheimnis selber aufgedeckt, Herzog Borgred. Eieieiei. Schwierig. Ja, wir wussten ja schon, dass unser Bruder, der aber eben auch schwer heilbare Wunden hat mittlerweile, der aber auch ein Freund von uns ist, ja, dass er Ehebrecher ist und dass er hier eine Affäre hat mit Hung Gifu. Und jetzt hat aber unser Ratsspitzel das Ganze hier aufgedeckt. Aber es wird nur sie eingekertert, wenn ich das richtig sehe. Tja, aber ich denke, ich meine, ein Stück weit, ich meine, das jetzt hier als Boshaftigkeit und Lügen abzutun. Verlieren wir hier eine Hingabestufe. Und unser Bruder. Tja, ich denke, wenn das so ist und das aufgedeckt wird, dann werden wir das Ganze auch so hinnehmen und so bestätigen, sag ich mal. Ist sie jetzt hier bei uns im Gefängnis? Tja, was können wir mit ihr jetzt machen? Ach, sie ist im Kerker. Sie wird mal zuerst in den Hausarrest verlegt. Soll auch nicht schlimmer machen, als es ist. Naja, und ich denke, da wird sie dann aber auch erstmal ein Stück weit bleiben. Die Frage ist natürlich nur, was macht das mit unserem Bruder? Eigentlich nichts weiter. Zumindest hat das keinen Einfluss, sag ich mal, auf die Meinung, die wir von unserem Bruder haben und auch nicht die Meinung, die er von uns hat. Und es gibt eine unwürdige Herausforderung. Zuerst hielt ich den einfachen Fußsoldaten für einen Narren, als er mir auf dem Übungsplatz entgegentrat. Allerdings stellte sich der Kampf dann als deutlich härter raus, als ich erwartet hatte. Nach und nach wurde mir klar, dass er nicht verhindern können würde, mich mit seinen wilden und ungezügelten Schlägen zu verletzen. Es ging plötzlich um Leben und Tod. Meine einzige Rettung würde darin bestehen, ihn schnellstmöglich zu entwaffnen. Ich versuchte, meine Erleichterung nicht zu zeigen, als sein Schwert endlich zu Boden fiel. Okay. Wir könnten hier einen weiteren Kämpfer bei uns an den Hof holen. Ich werde diesem Bauer, meinem Soldaten, eine Lektion erteilen. Oder strecke ihn mit einem Schlage nieder. Ja, wir dürfen nicht vergessen, dass unser Egbert hier immer noch in Richtung Autorität unterwegs ist. Und von daher kann ich mir schon vorstellen, dass er ihm hier eine Lektion entsprechend erteilen wird. Tja, und ansonsten werden wir mal schauen, wie es weitergeht hier mit unserem Königreich England, nachdem es ja unruhig auf die eine Art und Weise war, ist es jetzt zuletzt unruhig gewesen auf die andere Art und Weise, eher auf persönliche Art und Weise. Scheint auf jeden Fall definitiv spannend zu bleiben. Ja, wie es dann im Detail weitergeht, das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Ich freue mich darauf. Bis dahin, macht's gut, euer Henri.